Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Wir haben hier im letzten Part ziemlich abgestunken gegen den Runenbären hier. Also die sind einfach unglaublich. Bereit? Bereit wofür? Was hier schön ist, aha. Okay. Ja, oder auch nicht, ne? So, damit haben wir den Talisman. So. Weiteren Talisman kriegen wir hier noch und den bekommen wir vom Boss. Weil ich keine Ahnung habe, wer der Boss hier ist. Mal ganz rausfinden. Und die Höhle hier wird vermutlich nicht allzu lang sein. Hier. Bam. Wow. So wenig Schaden einfach. Wow, der haltet viel aus. Junge. The fuck. Warum sind auf einmal die ganzen Gegner hier in Kaelid so stark? Schaut mal, was wir schon Tränke verbraucht haben. Wir haben fast keine mehr. Alter. Haben wir so wenig Rüstung, weil wir weil unser Chestpiece so schwach ist? Oder ich weiß nicht. Oh. Ach ja. Genau. Komm her, Kollege. Kennst du dieses Schwert? Oh, jetzt kommt uns der andere schon daher. Komm her, Kollege. Das ist alles, was du kannst. Also der Boss ist ja extrem einfach im Gegensatz zu den Wölfen und den Runenbären hier. Einfach insane. Okay, aber damit haben wir diese Höhle hier abgeschlossen. Als nächstes müssen wir... Ah, scheiße, da müssen wir mal hier hinschauen. Bei den vier Glockentürmen. Ich weiß nicht, ob wir sie schon alle aktiviert haben oder nicht. Also, alle drei. Weil hier oben ist ja die Truhe mit den einem Stone Sword Key. Dann gibt es hier eines. Ewiger Nachthimmel. Ah, das ist es aber. Komisch. Warum haben wir das dann noch nicht? Oder sind wir auch. Hä? Na, egal, wir werden es sehen. Wir werden es. Warte, was? Aber hier waren wir doch schon. Da ist es doch, ey. Warum habe ich das aufgeschrieben, als dass uns das noch fehlt? Okay, spannend. Gut, damit ist das auch abgehackt.
Aber im Siofra haben wir noch irgendwo was offen. Da muss ich mal einen kurzen Cut machen. Blödsinn. So, nicht dass das fehlt uns, sondern das plus 1 fehlt uns. Puh, na gut, da müssen wir halt jetzt suchen. Also, ich bin echt nicht dafür gemacht, so schwere Schwerter zu führen. Sind wir hier unten eigentlich schon mal gewesen? Das ist nämlich auch ziemlich krass. Da gibt es ja diesen Dragon Skin Soldier. Den, was wir hier irgendwo hier besiegt haben. Und hier kann man runter. Also man kann diesen ganzen Weg tatsächlich von hier oben nach unten. Mal schauen, was ist das vielleicht? Das sollte irgendwo hier in der Gegend herumliegen. Oh, und dann Schmiedestein. Oh, da sind einige draufgegangen. Sind die hier Achso, weil sie noch immer auf Torrent unterwegs waren und ich glaube, da müssen sie gerne rüberspringen. Aber ich schätze mal, dort wird es nichts hingehen. Hallo. Ich sehe ihn nicht. Okay. Egal. Hier gut umschauen. Aber hier ist wohl nichts. Aber waren wir hier auch noch nicht? Ja, hier hat es auch einer falsch gemacht. Jupp. Ja, da geht's tief runter. Da geht's tief runter. Ich würde eher empfehlen, hierhin zu springen, wobei ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass das tief ausschaut. Ich habe es mir schon gedacht. Das war blöd von mir. Vor allem, weil wir unsere Rune Arcs damit verschwenden. Man muss echt vorsichtiger sein hier. Hier muss man schauen, dass man auf der Wand landet. Oder so.
heißt das da unten? Könnte sein, nicht wahr? Junge, überall Schriften. Ja, da unten muss es sein. Ja, da haben wir es. Auch wenn wir diese Dinge nicht verwenden, natürlich, aber... So, und irgendeins ist noch in Nokron irgendwo. Warte mal. Mal schauen, ob das hier weiter aufnimmt, wenn ich hier mal kurz rausgehe. Was? Moment, ich muss doch einen kurzen Cut machen. Ah. Warte, was? Okay, das finde ich jetzt spannend. Ich habe schon wieder aufs Falsche geschaut, Mann. Ich muss eigentlich genau aufpassen, was wir noch suchen, was uns hier noch fehlt. So, irgendwo hier in der Gegend. Nein, das ist es nicht. Oh, ui, das sind noch mehr, das sind noch mehr. Hoho. Ich glaube, ich habe das gesehen. Was soll sich hier wo verstecken? Ah, Geistertal-Lilie ist hier, okay. Ups, Achtung. Auch nichts. Wo könnte man hier was verstecken? Oh, Schmetterlinge. Hallo. Dankeschön. Hier oben vielleicht? Oh, hier geht's sogar, hier geht's nach oben. Oh, ist es da hinten? Hier ist es versteckt, okay. Jupp, da haben wir es. So, und damit haben wir wieder eins geschafft. So, genau, irgendwo hier in Moke's Palace gibt es auch noch eins. Müssen wir halt ein bisschen herumsuchen auch. Hier können wir generell mal ein bisschen herumsuchen, so wir auch stärker sind, sagen wir, stark genug sind hier zu überleben, hoffentlich. Sind die Typen wieder da eigentlich?
Ja, die sind dann dran. Scheiße. Ha, er hat nur Torrent getroffen scheinbar. Ah, hier war eine große Rune mal. Also eine goldene Rune. 12er. Ja, oh ja, da könnte man meinen, hey, ist da noch was dahinter? Und springt einfach über die Wurzel und nope. Only death awaits. Vielleicht irgendwo in einer Höhle hier. Hier ist sowas. Oh, Runark, okay. Auch nicht schlecht, kann man auch immer brauchen. Okay, das geht irgendwie nicht mehr weiter. Das hatte doch vorher irgendwie eine größere Reichweite sonst. Interessiert die gar nicht. Boah, das macht Damage. Junge. Unerwartet, dass einen die hier nicht angreifen. Ne? Jawohl. Zeit für Heilung. Okay, das hätten wir geschafft. Wurde auch gleich wieder ein Haufen Runen gebracht. So, es gibt doch irgendwo eine Höhle, die eine Falle ist. Hier. Komisch, das macht deutlich weniger Damage, als wenn wir das mit dem Dolch machen. Also, schwarze Klinge sollten wir irgendwie gar nicht verwenden. Okay, das ist aber auch nicht die Falle. Okay, komm. Das Ding ist so krass. So. Soll ich, dass wir treffen wollten?
Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist fies, auch der Angriff. Also nur die Incantation ist irgendwie schwach. Und das hier haut einfach richtig rein. Aber immer noch kein Talisman. Gut, der kann natürlich sonst irgendwo sein. Ich meine, Moke's Palace gerade hier ist ja nochmal riesig. Aber wir werden es schon finden, Freunde. Das war es wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.